So, hallo und herzlich willkommen heute Nacht zur Dota Asian Championship 2015 im Halbfinale zwischen VG Gaming und Evil Geniuses. Es geht sogar schon ein bisschen früher los. Wir haben jetzt 3.51 Uhr europäische Zeit und wahrscheinlich angenehme 12 Uhr irgendwas in China. Aber, oder immer noch in Asien. Ich habe aber nicht gerade rausgefunden, wo es ist. Ich werde es wohl nie herausfinden. Aber ist auch nicht so wichtig. Wir haben einen Drafter. Und ja, keine Ahnung. Mein Kaffee ist noch nicht ganz fertig. Deshalb habe ich nicht mal Kaffee getrunken. Vor knapp 3 Stunden ins Bett gegangen. Ich glaube, ich habe eine Stunde geschlafen, aber naja. Wir haben Chen. Bann von gegen Evil Geniuses, also kein Aoi Chen. Wir haben kein Sumail Storm Spirit. Wir haben keinen schönen Universe Clockwork. Auch sehr schade. Sumail kriegt auch keine Quop und keinen Tinker, den er auch gezeigt hat, dass er den spielen kann. Evil Geniuses will VG nicht haben, den Shadow Fiend auch böse in der Mitte ist. Wir haben eine Medusa gebannt gegen Black, Wisp und Vengeful Spirit, um irgendwie Black Hero zu buffen. Und kein Axe, der ganz am Ende ausgebufft wurde. VG Gaming gehen mit Batrider Sniper, Scarith Mage, Earthshaker. Interessant. Hauptsächlich wahrscheinlich die Richtung, wenn es mit Lion und Abaddon war, haben sie jetzt erstmal angefangen. Also Lion und Abaddon für Evil Geniuses. Sehr sneaky. Und dann mit Like a Nature's Prophet, Push All In. Was ziemlich gut von Vici gekontert wurde, mit dem Earthshaker, würde ich jetzt mal sagen. Haben wirklich den Earthshaker in Lycan reingepickt und dann haben sie sogar noch nicht das Prophet bekommen. Zumindest der Earthshaker wird sich über einige Dunks freuen. Sniper und Batrider sind jetzt auch nicht die leichtesten oder die mit dem wenigsten D-Push. Naja, auch ziemlich gut. Batrider, Scarlet Mage funktionieren gut zusammen. Batrider, Sniper funktionieren sehr gut zusammen. Sniper, Earthshaker sind sehr gut zum D-Push. Evil Geniuses pickt noch den Zeus am Ende, als Timing-Push für den Damage rauszuhauen auf die Heroes. Und um vielleicht ein bisschen zu scouten, um die Vision zu behalten. Also Evil Geniuses hier mit einem aggressiven Lineup und wollen pushen. VG Gaming haben den Sniper und Batrider fürs Late Game. Werden mit Black auf dem Sniper eigentlich alles deffen und könnten jetzt hier noch ein Faces, na, oder noch eine Mitte. Könnten Batrider Mitte stellen gegen den Lycan, gegen den Zeus, was keine gute Idee ist. Picken einen Bristleback hier. Vielleicht für die Mitte. Bin ich mir nicht sicher, wer pickt. Und ich glaube, mein Kaffee ist so langsam. Tja. Wir haben leider keine Milch im Haus. Da muss ich hier einen türkischen Kaffee trinken, weil wir auch keine Kaffeemaschine haben. Und aber ohne Milch. Naja. Es gibt Leute, die einen Kaffee schwarz trinken. Eigentlich niemand davon, aber jetzt muss ich es halt probieren. Ich glaube, Kaffee ist gerade die bessere Alternative zu. Ich muss mich wachcasten, was traditionell, glaube ich, eine schlechte Idee ist. Mal schauen. Ihr seid hier, ich bin hier. Wir versuchen das Beste draus zu machen, würde ich jetzt mal sagen. Keine Ahnung. Könnt ihr mal im Chat schreiben, ob ihr noch wach seid oder ob ihr schon wieder wach seid. Ich bin schon wieder wach. Ich habe, wie gesagt, nicht so viel geschlafen. Dieser Kaffee sieht aber aus wie Tee. Ist ein bisschen schwach. Nicht so gut. Muss irgendwie laufen. Ich hoffe, die Spieler sind wacher als wir. Aber ich glaube mal, dass das der Fall ist. Wie gesagt, angenehme 13 Uhr asiatische Zeit. Ja, Universe kriegt den Prophet hier offline. Sumail natürlich mittels Zeus. PPD wird versuchen, da auszuhelfen, wo er gebraucht wird. Aoi auf dem Lion und 4 übernimmt den Lycan. Mal schauen, ob sie den Push so durchbekommen, wie sie das gedacht hatten. Auf der Seite von VG haben wir Ice Batrider. Batrider 70% Winrate, wahrscheinlich sogar mehr hier in den Playoffs. Zu Recht würde ich jetzt eigentlich mal sagen, ziemlich ekelhafter Held, ziemlich schwierig gegen zu spielen. Besonders wenn halt der nötige Damage und Burst vorhanden ist von VG. Wenn man halt jemanden zurückziehen kann in den Sniper rein und dann steht ein Bristleback vorne, der jegliches Hinterherlaufen schwierig macht. Könnte das ziemlich ekelhaft werden. Wir haben FY Earthshaker hier. Der hat auch dasselbe Roam, wird versuchen, irgendwie Pickoffs zu finden und den Push zu delayen. Und außerdem vielleicht ein paar Kills rauszuholen. Für Super in der Mitte auf dem Sniper tatsächlich. Und es ist ein Black Bristleback. Also doch ein farmender Bristleback. Super nur auf dem Sniper. Mal schauen, ob es hier Black wird, der versuchen wird, das Spiel zu delayen. Oder ob Black der Hardfarmer wird. Und Super halt hauptsächlich, dass es seine wird.
Black aus dem sehr aggressiv nach vorne, zeigt jetzt seinen Rücken, aber sie haben noch nichts, aber wunderschöne Fischer von FY. Das könnte hier ein Kill gegen Earthshaker, auf Universe hier, der ist sehr weit vorne. PBD ist auch noch weit drin, hat sein Schild rausbekommen. Ist low, aber da kommen richtig schöne Shrapnels und super kriegt hier den. Okay, Scarlet Mage kriegt den Kill, Fenrir auf dem Scarlet Mage ist letzter VG Hero, kriegt hier den Kill, aber schön gemacht, super Shrapnel First, ist extrem mächtig im Slowen und macht auch schon einigen Damage. Sniper, einiges an Damage rausgehauen. 500 Damage. Auch Lion. 500 Damage insgesamt. Man bedenkt, dass diese Hero knapp 500 Leben überhaupt haben. Es ist schon hier krass, dass da nur einer gestorben ist. Früher Engage, aber VG on top. Und frühe Kills, was sie halt auch brauchen, um hier vielleicht. Naja, es ist schon irgendwie ein Timing-Push. Klar, sie haben Lycan und Nature's Prophets, können einigermaßen late gehen. Trotzdem müssen sie bei hier aufpassen, dass sie halt nicht schnell gepusht werden. Denn Lycan ist halt drin und Lycan pusht schnell. Mal die Last jetzt aus. Sumail mit dem ersten Kill ist nicht so schwind. Und jetzt kommt die Fischer, aber blockt sie? Ja, sie blockt. Oh, das sieht schlecht aus für Sumail. Versucht hier dran zu verhalten, aber keine Chance. Super hat sich den Last Hit. Wunderschöne Fischer von FY. Also direkt vom spätesten Punkt aus. Die Fischer war genau passend hier rangesetzt. Von daher im spätesten, beziehungsweise im frühesten Punkt, wo er die hier machen konnte zum Blocken. Und dem, natürlich dem spätesten Punkt möglich, bevor er gesehen wurde. Ja, wahrscheinlich hat er die Fischer gemacht, wunderschön gemacht. Ein zweiter Death für Sumail, wo er nicht wirklich was für konnte. Aber, naja. Kann er nichts für, trotzdem halt wunderschön gemacht von VG hier. Und 2:0 für VG Gaming. Ansonsten die Last Hits holte sich ein bisschen zurück, trotzdem hat 6:4 versus 5:0. Sumail hat nicht so viele Last Hits verpasst. Aber auch in den Levels ist es halt 4 versus 2. Was sich wahrscheinlich im Shrapnel sehr schnell auszahlen wird. Der Slow geht ja auch hoch. 30% Movement Slow, da muss halt Sumail aufpassen, sonst wird er vom Sniper gesolot. Und von FY, der einfach sagt, hey, Smoke und nochmal. Die Lane jetzt bisher steht gut. Der würde hier nicht für. Ja. Ah, ganz knapp. Okay. Schön versucht, aber halt auch dieser Damage, der rauskommt, selbst wenn er hinter der Fischer steht, das ist halt krass. Instant Kill, wenn er irgendwie vor die Fischer aus Versehen gerät. Oder wenn FY da ein besseres Positioning hat. Also halt ein bisschen greedy, ja. Sie haben es versucht, aber Sumail hat auch schnell reagiert. Und halt immer noch mit dem einfach denk nach, weiß, dass FY hier noch missing ist. Und guckt einfach direkt links und rechts gehen neben sich, damit da nichts passiert. Ansonsten, prinzipiell Batrider kriegt hier die meisten Farmen tatsächlich. Solo gegen Lycan ist es halt auch eine recht einfache Sache. Zieht ja auch einen schönen paar Lanes zu sich zurück und versucht halt eigentlich jede Lane mit Firefly zu bekommen, denn da können sie nicht so viel gegen tun. Vier kann versuchen, ihn ein bisschen zu harassen, da kommt Universe rein. Universe hat Sprout, aber zu spät. ISS kommt er weg. Oh, aber das Problem ist, ISS kommt nicht weg. Er hat halt das Firefly. Ui, 4 wird low, aber hat auch die nötigen Stick Charges. Er kann halt schön weg Fireflyen, hat auch direkt schon schön gemacht, aber naja, Aoi kommt halt irgendwann ran, hat auch Boots. Und Batrider genauso schnell, trotzdem kam er da ran. Und konnte halt einfach nicht weg, weil, hey, die hat, kann über die Bäume fliegen, aber hat er die Bäume auch gleichzeitig weggefangen, konnte viel hinter ihm herlaufen und die einfach killen. Kann man leider nicht mehr über die Klippe escapen, von daher. Na, zwei Earthshaker-Illus stehen hier. Das sind so ein bisschen ein Statut hier, eine Statue. Und vielleicht hoffen sie halt, dass sie denken, okay, das sind halt nur Illus. Da kann ich mich hinwagen und dann ist auf einmal dahinter der direkt der echte. Direkt der echte. Batrider. Aoi versucht, wird jetzt hier versucht, einen Kill zu bekommen. ISS ist da, aber da ist ein Hex da, trotzdem auch 4 Slow. Kann wirklich nicht so viel gegen den ISS Batrider hier machen. Auch mit der frühen Bottle. Und mit frühen Boots natürlich, Boots First, Batrider. Nichts Besonderes, oh, sogar eine Rotation von Fenrir hier.
Könnte eventuell Kill bekommen. 95 Leben sollte reichen. Ja, es reicht. Aui geht down. 1 zu 3 für VG. Und im Matchrider wird sehr viel Space geliefert. Kommt jetzt zum Earthstriker Rotation rein. 4 wird low. Hat aber auch 6 Charges. Und ein bisschen, ja, gezwungene Fischer hier von FY. Hat aber noch eine Clarity und hat damit fast wieder volles Leben. Tja, was sollen... Ja, was sollen EG da so wirklich gegen machen? Im Prinzip, Eis wird fett. Wenn man damit ist, super. Der tatsächlich gar nicht mehr jetzt Top-Farmer ist. Also, Sumail hat sich die Lane zurückgespielt. Sumail hat gleiche Last jetzt wie der Sniper. Der Sniper kriegt wirklich nicht unbedingt die Nice. Aber, naja, auch auf der Safe-Lane. 33 zu 19 für Black. Der halt auch auf der Safe-Lane sich richtig gut farmen kann. Es wird schwierig, da halt auch irgendwann einen Vorteil rauszuspielen. Die Top-3-Farmer sind jetzt hier von VG. Und das ist halt nicht das, was man will, wenn man ein Push-Lineup macht. Spielt, was von vorne will. Von vorne kommt. Ja, der Gink war auf Ori gekommen. Leider war das Problem, dass er hier halt gerade der Ward angelaufen ist. Der Go kommt so ein bisschen auf Super. Denn die haben sich einfach mal Zeus geholt hier. Okay. Früh, Eis halt direkt dahinter. Versucht hier schön mit dem Firefly was die Line in the Sand zu treiben. Linie im Sand. Schafft er so halbwegs, macht jetzt nicht unbedingt den Damage, aber macht genug Damage, um PPD down zu bekommen für das Assassinate. Und auf der Rückweg haben wir halt auch den Nature's Prophet, der da einfach out of position war, weil er halt noch übrig geblieben ist. Sumail könnte jetzt hier eventuell einen Go auf Super machen. Aoi da ist, schön Earthspike und einfach easy Kill. Aber jetzt Aoi ein bisschen zu spät und noch Skyrath Mage geht hier noch down, schön gemacht. Ice's Ice kommt uns mit dem Prophet zu spüren. Dieser Prophet... Beziehungsweise dieser Ice hat leider kein Firefly, kann es hier versuchen zu turnen. Firefly ist jetzt da, kann versuchen, die Klippe abzuhauen. Aber das war noch ein Sprout, Eventum Vision zu geben. Ein Hit, kriegt er nicht. Many Action. Such Wow in diesem ersten Game. Best of 3, Halbfinale. Und ja, hier geht es um den Thron. Prinzipiell beide Teams sind Top 4, jetzt schon garantiert. Trotzdem, wer hier raus ist, bin ich mir gar nicht so sicher. Ja gut, Spiel um Platz 3 wird es hier nicht geben, von daher... Glaube ich, sind es hier beide Platz 3. Geht uns Platz 3. Habe ich zumindest im Playoffs nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob es vom Preisgeld her vielleicht doch wichtig sein könnte. Aber, na gut. Na, mal Kaffee probieren, ist ja schon kalt. Ja, einigermaßen. Nur ist der wässrig. Nicht genug gerührt? War nicht sicher. Naja, Koffein ist Koffein. Frisch gebrüht. Das muss wach halten. Ich hoffe mal zumindest, dass ich geistig halbwegs wach bin. Denn, ja. Wenn man ausgebrannt ist, kann auch der Kaffee nicht viel helfen. Aber eigentlich ist schon wieder einigermaßen Zeit vergangen seit dem letzten Cast. Ich hätte versucht eigentlich Samstag, also für die meisten von euch wahrscheinlich technically heute, morgens halt irgendwie das Secret-Spiel mitzubekommen. Das hat sich allerdings so leicht, so weit in den Tag hinein verzögert, dann keine Zeit für hatte. Dann halt nur eben quasi um 9 Uhr abends Cyclones gecastet. War auch ein Stomp, von daher zwei kurze Spiele. Und jetzt immerhin schon irgendwie Bock auf High-Quality-Doto. Aber es ist halt 4 Uhr nachts. Immerhin passiert viel Action. Das ist genau die, genau das, um wach zu werden. Und ja, keine Ahnung. Wie auch schon gemacht. Wir schauen mal in die Mitte. Ice's Ice wird hier schön in Engage gemacht. Auf Sumail aber instantly der Finger von Aoi. Such Hate. Und geht hier down dran. Leben sollte nicht reichen. Stick Charges stehen auch sicher, aber das waren auch noch 50 Leben über. 300 Leben hat er, 450, geht auf 200 runter, also 250 Damage, was ja auch dabei steht auf Level 1. Okay, 355 durch 25%. Aber ja, Fenrir, weiß ich nicht, ob er jetzt noch stacken wird. Nein, hatten wir erstmal schon einen Triple Stack für Ice's Ice. Es ist leider schon zweimal down gegangen. Hatte die volle Macht vom EG Burst mitbekommen. Bitter für ihn, war ein schöner Engage in der Mitte. Haben wir immerhin auch so Mail bekommen. Aber für Ice's Ice getradet. Je länger halt der Blinkdagger für VG zurückbleibt, für Ice's Ice,
Priorität, der einfach nicht vorhanden ist. Je länger das der Fall ist, desto besser für EG. Denn wenn EG pushen, wollen sie halt nicht kurz vor dem Push halt einfach von ISIS weggerannt werden. Wie sieht es aus? Geiles Match ist sogar Fenrir Level 6, 2-1 und deshalb Level 6. Und das ist halt auch so eine Sache. Dann können sie halt die beiden Solo-Kids holen. Wenn Fenrir auf der Top-Lane bleibt oder halt auch einfach dahin rotiert, wo ISIS ist. Top-Lane ist immer ein PBD. Der ist nicht Level 6, nämlich Level 4. Und das sind halt auch schnelle Easy-Kills. Na, ja, zumindest halt mit dem Lasso, natürlich. Wenn das Lasso kommt, wo kommt denn der Kurier hier geflogen? Weit, weit, weiß es her. Bringt den Vitality Booster, das dürfte wahrscheinlich der Vanguard sein. Jupp. Vanguard für Bristleback nach 10 Minuten. Er hat tatsächlich halt 72 Last Hits. Ist gut im Farm. Gut dabei hier. Vanguard, Threads. Ja, für 11 Minuten. Ohne Kills ist es natürlich okay. Ist es okay, Black der Top-Farmer, natürlich Top of the Board. 4 versucht damit mitzuhalten, versucht es halt auch im Dschungel zu machen. Kriegt hier auch einige Last Hits raus, von daher ist es halt im Networth doch noch 200, 300 Gold Unterschied hier. Knapp 300 Gold. Muss man mal beachten. Ansonsten bisher Black noch knapp vorne, aber 4 cheatet ein bisschen und guckt, dass er im Dschungel ein bisschen mehr Last Hits rausbekommt, damit es so aussieht, als ob er Top-Farmer ist. Obwohl das gerade nicht so Fall ist. Top-Lane. PPD instantly in die Luft geflogen. Mystic Flare war jetzt nicht wirklich nötig da. Von Fenrir. Aber hey, so groß ist der Cooldown nicht. 60 Sekunden. Sichergestellt, dass das Schild nicht rauskommt, dass er da keine Chance hat. Oh, und der geht in den Roshan rein. Mit einer Invis-Rune. Aber direkt der Erste, der gucken geht. Eis ist da. Und da kommt was rein. 4. Kriegt auf die volle Schrappende rein. Muss direkt seinen Lacken vom Anmachen versuchen, hier wegzukommen. Eis hat Lasso, aber kommt nicht ran. Musste sogar aufpassen, die Wadenbeißer-Würfe sind halt da und schön halt auf die Top-Lane rotiert. Finden sie sogar den Ward leider, weil ISIS da war. Versuchen hier, Zeus Ulti kriegen sie aber auch ab und 4 rennt sie hier down. Da ist auch noch Zeus down, Universe TP rein, kriegt ihn sogar den Kill auf ISIS hier mit dem Sprout. Keine Vision, oh, ganz knapp. Kriegt gerade so nichts Vision, aber was haben wir da noch? Black geht hier rein, hat zum Glück seinen Rücken zu Aoi. Der voll den Finger in den Rücken bekommt und deshalb gerade so überlebt. FY könnte versuchen, hier das abzuhalten. Das Problem ist, er hat keinen Mana für die Fischer. Sonst hätte er einen wunderschönen Block-Off mit der Fischer machen können. Aber keine Mana. Immerhin, ja, VG wissen halt jetzt auch, hier ist der Ward. Mit dem nächsten Bolt. Sollten sie ja sogar, wenn sie die Bolt hier hin machen, sogar diesen Sentry Ward finden. Was natürlich bitter ist, der ist sogar noch out of range vom EG Ward. Er wird gleich, glaube ich, so mehr mal ein bisschen D-Warden gehen. ISIS kurz vor dem Linkdinger und hat sehr, sehr Glück, dass er da nicht gestorben ist. Sonst wäre es sehr, sehr weit delayed worden am Ende noch. Ja. Sumail mit dem Lightning Bolt, ein bisschen zu kurz. Aber hey, er hat den Sol Ring. Muss man auch mal da nutzen, ne? Das Mana ist ja da so oder so weg. Ja. Linkdinger ist da für ISIS. Schauen wir, was er als erstes macht hier. Sieht so aus, als ob er die Mitte rotiert. Sumail ist ein einfaches Target, weil es kein Escape hat und halt auch das Target, was gerade den meisten Damage macht. Von daher, wenn sie ihn früh rausbekommen im Fight, ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass sie hier wirklich hören können. Trotzdem, EG haben ein recht gutes Battle-Lineup tatsächlich trotzdem, einfach weil Universe auf dem Prophet auch einfach von hinten rein tippen kann und halt der Battle-Rider als Hit-and-Run-Hero da, zumindest wenn er denkt, dass er schon weg ist, halt einfach, naja, re-engagen kann und Universe sich vielleicht einen Kill holen kann auf dem Battle, der vielleicht nur mit wenig Leben wegkommt. Denn wir haben einen Hex drin und wir haben auch einfach einen Finger drin, der halt schnell ISIS in den Hintern gecastet werden kann. Wenn er denkt, er wäre schon weg. Und dann doch recht low ist, eventuell für Universe, dass es reicht. Universe wird, ISIS wird auch hier oben gescoutet. Tatsächlich aber nicht unbedingt, denn Sniper in der Mitte wird gefunden. Super geht down auf der Top-Lane. Low genug geworden. Hatten halt kurz anscheinend Vision oder Sumail hat es mal so probiert. Hat nicht ganz Level 2 Ulti, aber Level 1 hat auch schon gereicht. 440 Damage. Ist ja auch knapp 300 Pure Damage. Oder 300 Damage, was im Endeffekt nachkommt. Pure Damage ist das ja nicht direkt, sondern es ist halt der Damage, der dann übrig bleibt. So, der nächste Versuch.
Aoi ist da. Aoi ist jetzt nicht das einfachste. Nicht das einfachste Ziel, denn schneller Hex. Außerdem hat er halt vorher nicht das Sticky Napalm drauf, weshalb es halt auch noch einfacher wird für Aoi hier schnelles Hex draus zu bekommen. Das ist halt immer so eine Sache, der Vorteil im Battle ist, wenn du halt vorher das Napalm rausbekommst, sodass die Turnrate so low wird, dass sie halt einfach nicht schnell umdrehen können und vielleicht einen Hex rausbekommen. Auch das Einzige, was sie halt prinzipiell gegen Ventress Build haben. Wenn Ventress Build im Play ist, irgendwie versuchen, Napalm rauszubekommen und dann Hit and Run. Schnell weg mit dem Blink Force Staff und hoffen, dass er out of range ist, bis der Swap halt rauskommt. Was er natürlich meistens nicht ist, der Mensch fürs Bild wird in Position sein. Aber hey. 6 zu 8. Die Grafen sagen, dass das Spiel super even ist. Es ist dead even hier. XP geht ein bisschen für EG. Wahrscheinlich, weil sie mehr die Streaks abbekommen haben. Und, naja, mehr den Dschungel benutzen konnten. Mehr Solo-Experience hatten. Trotzdem sehr even. Das sah am Anfang ein bisschen in favor of VG aus. Aber EG haben halt die nötigen Pickoffs bekommen. Zumal als Zeus funktioniert tatsächlich ziemlich gut. Ich meine, er ist dreimal gestorben. Trotzdem haut er halt den nötigen Damage raus, macht das Zeus-Ulti und kann damit halt einfach turnen. Und ihr seht schon den Damage auf weißes Eis hier außen kommen. Blink Lasso ist jetzt vorhanden. Muss den Earthbreak dodgen und danach schön rein. Aoi schön gemacht von ihm. Hat einfach frühzeitig den... weißes Eis geht dann einfach vom Zeus-Ulti down. Aber ja. Aoi, frühzeitig auf den Earthbreak, in der Hoffnung, dass er halt jetzt reinblinken wird. Hat gesehen, okay, 3 Sekunden sind um. Earthbreak ist da. Kann ich jetzt turnen, jetzt wird er wohl blinken und schön gemacht von Ice Assassin kurz, so ein bisschen zu warten. Aber anyway, VG kriegen weitere Engages hier nach Zeus Ulti und einem Lycan, der halt nicht im Game ist. Beziehungsweise jetzt im Game ist und versucht noch ein paar Leute zu pickoffen. Findet hier eventuell 2 Kills hier mit dem Necro. Fenrir wird wahrscheinlich down gehen. 4, oh, wunderschöner Echo Slam von FY. Und kriegt ja tatsächlich den Kill, die Warnbeißer. Like und Würfel laufen hinterher, kriegen aber nicht ganz den Hit, einfach weil der Movement Speed nicht da ist. Necro ist halt auch schon down. Ah, das war bitter von 4, dass er da genau im Necro plus Wölfen dran steht und einiges an Echo Slam Damage bekommen hat. Von daher halt auch FY hier ein sehr guter Held, um so ein Like loszuwerden. Aber habe ich ja schon am Anfang im Draft gesagt. Earthshaker ein sehr guter Held gegen den Push hier und generell gegen Like. Minion-based Held, zusammen mit Prophet. Ist natürlich auch immer schön zu haben hier. Wird wohl ein einfacher Roshan für VG. Jetzt kommen ein paar Treants, die werden ein bisschen scouten, klar. Aber halt auch die Vision ist da von Ice, der sieht, ob jemand reinkommt, ob niemand reinkommt, außer dem EG. Ist halt in keiner Verfassung halt irgendwie hier ein Go zu machen. Wir haben kein Zeus-Ulti. Lycan ist noch down gewesen. Und keinerlei Initiation-Möglichkeit finden hier. Durch den Smoke. Auch noch Helden. Schöne Fischer von FY. Das waren fast 4 Helden. Selbst Aoi gesmoked. War der noch fast getroffen. Aber nicht so viel übrig hier. 4. Und wenn es das ist, was er an Damage bekommen hat, hat 400, knapp 500 Damage bekommen. Mit Mystic Flare und einer schönen Fischer. War wohl nichts. Und dementsprechend VG direkt rausrotieren. Und woanders weiter versuchen. Denn mit dem Ward haben sie auch gesehen. Okay. Das waren alle von EG, da wollen wir nicht unbedingt rein. Kauf. Damit Jamish of Black. Ich glaube, den wird erstmal keiner goen. Und ja, aber die Double Damage ist noch bald zu Ende. Sie hofften, dass sie ihn goen würden. Anscheinend ist VG davon ausgegangen, dass sie ihn trotzdem goen. Mit dem Smoke hinter VG, hinter Black. Firefly gemacht, aber... PPD zu weit weg. Oder? Or is he? Ja, Zeus. Schön mit dem Lightning-Bot scouten, aber Eis ist Eis. War doch einfach nur als Zoning. Können sie halt absolut nicht rein. Wenn sie hier rein fighten wollten, weiß ich, wie sie es machen würden. Sie könnten halt rein TP'en, aber müssten halt gleichzeitig nach vorne gehen. Und dann könnten sie halt sehr schnell jemanden schnappen, auf den Highground gehen. Und halt auch einfach disengagen. Also ein sehr schönes Tower-Siege-Lineup. Tatsächlich von VG. Könnt mit einem Sniper Long Range machen, Batrider zont das Ganze aus und sobald halt jemand reinkommt, direkt Lasso, Forstaff zurück, into Fissure, into Mystic Flare. Ein ziemlich schnelles Pickoff-Lineup und sie können halt auch damit direkt den Fight prinzipiell wahrscheinlich 4 zu 5 beginnen, plus gestunte Helden, die halt irgendwie reintippen. Sehr schönes Lineup. Ah, PPD trifft hier auf Black und FY, die Fissure sollte passen, aber der... Sollte nicht ganz ausreichen, aber der Chase ist halt da. Trotzdem, VG wollen nicht weitergehen. Hätten vielleicht auch initiated werden von
top, obwohl die jetzt die Helden hier auch schon raus-DP'd sind. Trotzdem PPD nicht der einfachste Held. Wenn er einige Goose-Decks drauf hat, kann er auch einfach die Dinger wieder mit dem Schild wegmachen. Also nicht der einfachste Held zu bekommen. Wie sieht es denn itemweise aus? Wo wir gerade schon Nature's Prophet haben, der wohl am invariablen Bild hat, geht hier den westlichen Bild, würde ich jetzt mal sagen. Mit den 2-0 Talismanen plus Blade Mail. Der tatsächlich, dachte ich, abgenommen hatte. Aber erstmal Top-Lane. Wir haben Aoi. Oh, die Fischer bricht schnell dem Link, der ab. Versucht hier das Ganze zu juken, aber natürlich keine Chance hier. Black rennt ihn down, Scareth Mage kriegt den letzten Hit. Und war zu weit vorne. Hatte gehofft, mit Blinkdagger früh genug Dinge zu bemerken. Das Problem war, er hat die Sentry links gehabt und von rechts kamen die Helden. War nicht viel zu machen. Bisschen weit vorne, out of position nicht unbedingt. Aber, ja. Kann man nichts machen. Gute Sache eigentlich. Also Ice is Ice als Batrider hat halt immerhin den Vorteil, Lycan-Würfe könnten ihn scouten und seinen Blinkdagger abbrechen. Aber wenn es als richtig macht und halt direkt in den Bäumen ist, sodass sie halt da kein Pathing möglich haben, sollte das auch okay sein. Trotzdem muss er halt aufpassen. Die Würfe sind da. Klar wird Batrider sehr schnell einen Gem bekommen, aber das ist noch einige Zeit weg. Ist jetzt knapp 300 Gold, 200 Gold vor seinem Four-Staff, was halt auch ein riesiges Item ist für Batrider. Was er wohl ja, in ein paar Minuten haben wird. Und das macht die Initiation-Reichweite von Ice is Ice größer, beziehungsweise Ice is Ice kann weiter vorne vor seinem Team initiaten, dass er halt nicht unbedingt hinterherkommen muss. Danke, FNAS, für diese Information. Ja. Auch Casual Cloak natürlich. Core-Item. Weiß nicht, Sniper. Na gut, Sniper hat das BKB fertig. Und damit ist das auch eine Sache. Treants werden jetzt hier gescoutet. Der Ancient Stack wird gemacht. Und danach wird vielleicht gesmoked. Nicht ganz sicher. Auf jeden Fall auch schön hier das D-Warding von Vici hier. Die hat wirklich konsequentes D-Warding auf der gesamten Seite haben. Sie hat absolut sicher zu sein, okay, bei uns im Dschungel sollen keine Wards sein. Unser Dschungel soll schöner werden. Schönes D-Ward, aber jetzt wird hier erstmal Fenrir gefunden. Direkte Earthbreak, aber der Fischer auf 3. Vielleicht kommt Fenrir sogar weg. Nein, Zeus Ulti und FY kriegt hier den Finger zu spüren, aber lebt immer noch. Universe kann nicht ganz sein Echo Slam rausbekommen. Ich glaube, er hat es versucht gehabt. Die Animation für den Aftershock war da, aber nicht ganz rausbekommen hier. Und schöne 2 Kills mit einem richtig guten Smoke. Und sehr schnelle Kills und eventuell ein Top 2 Tower. Und es sieht so aus, als ob sie den tatsächlich dadurch bekommen werden. Vici rotieren top. Rotations kommen hier, sowohl von Black als auch von Super. Aber die Supports brauchen noch 10 Sekunden, trotzdem mit dem Schrapnell kann Super halt auch schnell diese Wave clearen. Versucht halt dieses Minion zu bekommen, kriegt aber nicht. Der Archer ist da auch zu schnell, um ihn so schnell sich mal selbst zu snacken. Nope, immer noch nicht Blacklight. Blacklights PC ist kaputt. Und ich glaube, ich weiß nicht, Blacklight für 4 Uhr Action zu haben. Wahrscheinlich schon, wenn es ums Halbfinale der Dota 2 Asian Championship 2015 geht. Aber bis dein PC wieder ganz ist, übernehme ich das. Danach machen wir 50-50. Ice is Ice, ups, findet hier das Lineup von EG, aber ist natürlich vollkommen okay. Außerdem fälschlicherweise gesagt, okay, Four-Staff, nein. BOTs plus Trinkets ist die Wahl von Ice is Ice. Das ist interessant. Ja, außerdem tatsächlich interessant, dass du nicht mehr wie in Dota 2, in Dota 1 anscheinend die Items nach vorne legen musst. Und wir sehen jetzt hier jetzt 390 Movement Speed und die Trinkets sind auf Cooldown. Gib mal so 30% weniger Movement Speed und wenn sie on Cooldown sind, sind es immer noch 390. Von daher heißt es halt, dass das Positioning egal ist, die Boots mit mehr Movement Speed zählen. War auch für mich was Neues, ich war mir nicht ganz sicher. Wenn du halt 2 Boots hast, was halt nicht so oft vorkommt, technically in Dota. Was jetzt zählt, aber naja, er hat halt den Sustain-Effekt für die Trinkets, hat jetzt BOTs, kann schnell reagieren, ist halt überall. Und sie versuchen halt irgendwie den Deathbomb-Push aufzuhalten, indem sie halt schön split-pushen. Also es ist immer da, wo er gebraucht wird. Und wenn sie oft groupen, braucht er den Four-Staff vielleicht nicht zu schnell. Ist halt Initiation und dann gehen sie einfach rein. Black ist halt mit Bristleback ein Hero, der hat da schnell reingehen. Ice is Ice ist in a lot of trouble hier.
Wird jetzt gehext, kriegt jetzt den Earthbag in den Finger, kann aber gerade so Fairflyen. Ist wieder da, trotzdem heiß, ist heiß. Instant in die Luft geflogen hier. Und Mars-TPs von VG, aber kommen tatsächlich bis auf Fenway hier raus. Triple-TPs und schön abgebrochen. Das Buyback von Universe hat sich da vielleicht nicht so ganz gelohnt. Aber wieder kriegen zwei Kills raus und können hier nochmal versuchen, den Tier-2-Tower zu holen. Oh. Mehr Kaffee, es wird schon besser. Tja, nebenbei noch im Chat schreiben. Ja, es ist irgendwie, es ist halt natürlich Spectator-Modus. Das heißt, Delay 0, aber 0 ist halt so eine Sache. Twitch-Delay ist ungefähr bei 10 bis 15 Sekunden. Können wir vielleicht in der Pause bis... ja. Was war das für ein Kurier? Der hatte sogar Items drin. Seriously? Ist einfach in den Tower reingeflogen. Okay. Ich glaube, der hatte irgendwie, hat er inventierte Steuerung gehabt? Seit wann gibt es denn in Lothar diese Power-Ups, dass du halt, wenn du nach... Wenn du nach vorne gehst, nach hinten gehst und sowas. Das gibt es so meistens nur in Shootern. Naja, gut. PPD versucht raus zu TPen. Schafft es nicht ganz. Batrider ist da mit dem Firefly. Braucht sehr lange, um ihn da dann zu bekommen. Aber klar. Mit dem Ulti von Abaddon ist da nicht zu scherzen. Aber im Endeffekt auch schon von Ice to Ice, dass er hier noch seinen Flamebreak inbehält. Und einfach halt auch im Prinzip zur letzten Zeit macht. In der Hoffnung. Oder ich glaube, dann war sogar, dass der... Wer ist das Ulti eigentlich? Borrow Time, stimmt. Dass die Borrow Time halt so lange vorbei ist, dass er halt quasi stunt, dass er das TP unterbricht, aber halt nicht schnell genug, um halt zum Borrow Time noch zu viel Leben zu geben. Black wird sehr low tatsächlich, muss hier ein sehr spätes BKB noch zünden, mit ungefähr 100 Leben, kann aber re-engagen für FY, kriegt den Echo Slam raus, immerhin noch den Damage für Universe, aber oh, mit dem Oils kriegt er noch, stirbt er doch noch, Fenrir wird hier Sumail bekommen, Sumail, ja, keine Chance, auch 4 geht hier noch down. Großer Engage von VG. Allerdings sind da auch ein paar Helden, glaube ich, down gegangen. Außer F-Fire? War schon vorher Buyback? Nein, tatsächlich kein Buyback. Es kam irgendwie so vor. Aber war ein Clutch-Game. Trotzdem. Naja. Komischer Kurier. Nein, ich bin kein LOL-Player und Streamer. Kommst du auf die Idee? Dota sagen alle Creeps. Nein, nicht ganz. Wenn es um Minions geht, wie von Lycan, der halt wirklich Minions summont, dann sind das tatsächlich Minions. Minions per Definition sind Heroes, sind Creeps unter Kontrolle von Helden. Deshalb sind es Minions und keine Creeps. Würde ich jetzt mal in meiner Defense sagen. Bin ein LOL-Player, nur weil ich Minions dazu sage. Das ist also Rufmord hier. Kannst du es wagen? Anyway, VG haben dadurch natürlich einen einfachen Rohstand bekommen. Super auch mit der DD-Rune. Aber jetzt erstmal eine einfache Zeit. Können die sogar ein bisschen Engine-Stacks machen, wenn sie lustig wären. Aber nee, die halten sich noch eine Weile. Ablaufdatum von Engines oder von Engine-Stacks ist meistens das Late-Game. Wenn, zumindest bei EG, wenn EG über den gegnerischen Jungle kommt. Im Prinzip jetzt zu der geraden Zeit, sind 28 Minuten drin. Wenn EG über den Jungle geht, werden sie wahrscheinlich smoken. Und dann interessiert sie der Engine Stack recht wenig. Ja. No offense. Oh, PPD wird gefunden. Das ist ein bisschen bitter. Borrowed Time wird ihn natürlich erstmal ein paar Sekunden retten. Assassinate kommt rein. Vielleicht ein bisschen zu spät. Was? Ah, genau richtig. Schön getimed von Super hier. Genau richtig wusste, wann hier die Borrowed Time zu Ende ist. Gucken, wer holt sich den Damage? Niemand holt sich den Damage, okay. Denken tatsächlich, dass sie aggressiv genug drin sind und die 200 Gold ignorieren können und töten nicht das Creep. Das ist mal Selbstbeherrschung von VG hier. Besonders von Super. Die Range hätte wahrscheinlich jetzt noch die Creeps zu töten. Wie gesagt, Sniper hat ja über 9001 Damage. 9001 Range. Universe wird hier gefunden, hat kein Buyback. Muss halt aufpassen. Aber ja. Mit dem Blade Mail will er da nicht rein. Außerdem ist er sich nicht sicher, wie viele Helden da sind. Beziehungsweise weiß halt noch, dass Aoi da ist. Und ja, mit einem Finger ist er sehr schnell down. Aber erstmal die T2 down. T2 Tower scheint für EG hier down zu gehen. Und PPD kriegt wieder die Fische ab. Hier ein Defensive Oils tatsächlich von Zeus. Und schöner Force Staff
in die Sicherheit der eigenen Basis. Black ist sehr aggressiv drin. Will seine Aegis unbedingt loswerden, wie es scheint. Aber hoffte nur ein bisschen Action zu machen. Auf der Bottomlane haben wir tatsächlich 4, der hier mitten in FY und Ice is Ice drin ist. Und oh, eventuell wegkommt. Nein, der letzte Hit. Kann er juken? Tower Hit. Bam! Ja, Tower Hit. Schwierig jukbar. FY wird jetzt in die Luft gewirbelt. Universe ist da, Sumail ist da. Kriegen sie den Kill? Wie war das? BOTs? Ja, BOTs. Nicht ganz gesehen. Oh, Flame Break vom ganz weit weg hier. Und Universe wird jetzt hier auch down gehen. Kann sich sprouten. Kann TP'en. Aber, naja. Das ist schon ein Shot. Oh, Animation. War keine Animation. Kommt der Hit? Kommt der Hit eigentlich noch hinterher? Sollte jetzt gleich kommen. Aber sieht eher nicht danach aus. Oh, schade. Das wäre ein schöner Global. Ich weiß nicht, ob er noch tödlich gewesen wäre. Level 2 wahrscheinlich. Na, Level 3 sogar. Ah, hätte vielleicht sogar noch tödlich sein können. Trotzdem. Der Hit kommt nicht an. Schade, schade. Dachte eigentlich, dass der hinterherkommt. Du kannst es Blink, du kannst es mit Invis dodgen, aber kannst es mit Blink, glaube ich, nicht dodgen. Das war das Ding. Aber mit TP anscheinend ist es dodgebar. Na gut. Schade. Wäre schon eine ziemlich coole Aktion gewesen, wenn wir das jetzt machen. Aber halt auch passend für Universe, dass er rauskam. Trotz der Animation, die nicht so aussah, dass sie es bekommen, haben wir jetzt rausbekommen. 86.000 Viewer um 4 Uhr nachts. Okay. Wir machen erstaunlich viele Streams gerade online. Also sind doch einige hier am Stream. Wir haben immer noch 11 Streams hier und noch einige Zuschauer. Aber, tja, erstaunlicherweise um 7 Uhr nur noch 4 Streams. Was auch immer, warum auch immer um 4 Uhr mehr Leute zugucken als um 7. Klar, vielleicht sind die Leute noch wach. Aber mal schauen, wie viele Leute von denen um 4 Uhr halt wirklich dann da bleiben. Klar, wenn man um 4 Uhr wach ist, wahrscheinlich um 6 Uhr wach. Kann man mal eine Ausnahme machen, besonders samstags abends. Aber dann um 7 Uhr gehen die meistens ins Bett. Aber das ist der Vorteil, wenn man schon wach ist, ne? Obwohl, wie gesagt, schon wach, nur weil man eine Stunde im Bett war. Technically, was weiß ich, bringt das nicht so viel, aber hey. Ich kann mir sagen, ich bin schon wach, von daher bin ich ja gerade erst aufgestanden. Und dann gibt es ja keinen Grund, müde zu sein. Oder so. Tja. Ja, Sniper Winrate, keine Ahnung. Ich glaube, der Chat hat ein bisschen mehr Zeit dafür. Wenn ich jetzt hier auf DotaBuff nachgucken würde, oder keine Ahnung, Gorgon auf Skype anzuschreiben, könnte ich machen, aber es wäre ein bisschen verschwendet, glaube ich. Komisches Einzeichnen von Commentators. Warum sehe ich hier eigentlich die Linien von Commentators, wenn ich keinen Commentator ausgewählt habe? Ich sehe, glaube ich, auch nicht alle Pings hier von Commentators. Na, keine Ahnung. Ich glaube, ich sollte eigentlich Pings sehen von Kommentatoren. Was mich irgendwie überrascht werde, weil wenn ich in Lobby bin, ping ich auch manchmal. Und vielleicht solltest du es nicht tun, wenn es der Rest auch sieht. Aber Einzeichnen so von anderen Leuten solltest du trotzdem nicht sehen. Na gut, beide Teams fahren ein bisschen zurück. Wir schauen mal so langsam wieder auf die Grafen nach 17 Minuten. Seit dem letzten Grafen, ja. VG ist weit voraus, 22 zu 13 natürlich mit knapp 10.000 Net Worth. Die Tower haben sie immerhin einen Vorteil über EG. Und das spricht halt schon viel, dass sie ja trotzdem 10.000 Net Worth haben. Weit voraus haben die Pickoffs trotzdem EG. Können halt auch halten. Ist halt nur die Frage, inwieweit das EG-Lineup, was ich jetzt mal als Push-Lineup gedubbt hatte, hier noch so viel Chancen hat. Andererseits, Lycan und Nature's Prophet können natürlich recht late auch noch gehen. Von daher ist jetzt hier auch nicht so ein... Ist jetzt halt kein Push-Lineup, wie Dingens gespielt hatte. Dingens, ihr kennt schon Dingens. Big God. Big God hier im Lower Bracket Final. Wenn ihr das nicht gesehen habt, das letzte Spiel von Big God, ohne Spoiler, aber sie hat einen Push-Lineup gespielt. Und das war auch ziemlich cool. Es war ein Timing-Push, ob es funktioniert oder nicht, was bei Timing-Push halt immer so eine Sache ist. Wenn du es halt schaffst oder nicht, kann halt sehr schnell in die Hose gehen, ob es funktioniert hat. Ob es funktioniert oder nicht, seht ihr, wenn das Licht ausgeht oder so ähnlich. Nein, könnt ihr euch selber angucken. Auf jeden Fall, es lohnt sich. Und das Game ist auch nicht so lange. Denn, naja, wenn Push-Lineup nicht funktioniert, wird sehr schnell ge-GG'd. Wenn Push-Lineup funktioniert, wird auch sehr schnell ge-GG'd, von daher. Ha. Komplett nur ein Spoiler. Und ein bisschen heiß gemacht auf das Spiel. Exzellent. Gegen Rafe, natürlich. Ja. BG gegen Rafe.
Irgendwie bin ich sehr vergesslich. So Teamnamen oder sowas. Besonders weil, naja, es war ein Push-Line-Up, das heißt, alle fünf waren sehr gut daran beteiligt, zu pushen. Von daher hat halt auch wieder niemand irgendwie sonderlich rausgestanden. Außerdem waren halt nur 15 Minuten Zeit, sich irgendwelche Sachen zu merken aus diesem Line-Up. Von daher nichts. Aber erstmal Action, das heißt, geht rein, trifft vier hier direkt, ohne Force-Def halt ein bisschen langsam. Aber kriegen sie ihn down? Kriegen ihn nicht. Dann Universe jetzt schön auf dem High Ground mit dem Blade Mail hier. Super geht tatsächlich auch down. Fenrir wird gechased von 4. Der kümmert sich da nicht. Blink raus. Und Zeus kriegt einen Double Kill. Kriegt FY. Kriegt Skyless Mage. Krasser Exchange hier für EG, die ja einiges rausbekommen. 1 zu 3, so wie es scheint, der Trade hier. Holy crap. Schöner Engage von EG. Schöne Positioning von Universe, der direkt auf die Toplane gegangen ist. Direkt um Division zu machen. Direkt Blade Mail an, um FY da von Dingen abzuhalten. Und hat auch das Orchid, glaube ich, was eventuell FY aufgehalten hat. Schöner Engage. Und das ist nicht genug, um zumindest EG in Sachen Networth und sowas ins Spiel zurückzubringen. Aber es ist halt auch ein Anfang. Wenn sie weiterhin solche Engages bekommen, der zugegeben einfach war mit dem Observer Ward. Nein, der Observer Ward wurde später gesetzt, okay. Halte ich mich zurück. War nicht einfach deshalb. Aber ich weiß nicht. SSS geht tatsächlich ein Batrider-Build und sagt sich hier, komplett ohne Force-Staff. Das ist super interessant. Aber sie spielen auch gerade ein anderes Game. Die Frage ist halt, ob es nötig ist. FY finden jetzt hier PBD. Borrow Time aktiviert. Oh, aber niemand irgendwie in der Gegend, der PBD halt irgendwie saven könnte. Das ist ein zweites Mal so weit vorne, dass selbst mit Borrow Time hier keine Möglichkeit ist, wegzukommen. Interessant von PBD jetzt nicht. Also ja, es war halt out of position. Aber keine Ahnung. Immerhin, wenn sie halt sowas wirklich alles auf den Support blown, dann weiß ich nicht, ob das schon Space Created ist. Zumindest halt auch für Universe, der dann Split pushen kann. Vielleicht Split push PPD einfach, zieht die Aggro auf sich und Universe kann halt auf die gegenüberliegende Lane gehen. Einfach um dann safe zu Split pushen. Vielleicht ist es die Strategie. Der arme Peter, weiß ich nicht, ob er sich die Strategie ausgedacht hat. Wahrscheinlich nicht. Ja, du bist Bait. Und zwar nicht die gute Bait, wo wir Kills rausbekommen, sondern die Bait, dass jemand anderes von uns auf der anderen Lane farmen kann. Na, es ist halt auch so ein dreckiger Job, ne? Tja. Aber immer noch zum Batrider ohne Frostdev. Ich wollte es eben anfangen. Ich bin mir nicht ganz sicher mit dem Ding. Klar will die Pipe irgendwie gegen Zeus. Aber halt doch. Klar braucht doch ein BKB. Sie haben halt jetzt gesagt, okay, wir spielen das Lineup. Black läuft halt sowieso rein. Das heißt, wir ziehen niemanden raus und finishen ihn und re-engagen dann mit dem Positioning-Vorteil, sondern wir rennen halt einfach in die Leute rein. EG hat halt ein Lineup mit Lycan, was halt sehr schnell Gap-Closen kann. Sie haben halt mit Lion-Blink, der auch sehr schnell re-engagen kann. Universe ist sowieso quasi an der besten Position zum Fight, die er gerade findet. Und Zeus, naja, macht halt den Damage auch auf längere Zeit. Von daher sind sie anscheinend gerade der Meinung, dass sie halt auch mit SSS einfach reingehen können. Zusammen mit Black und hat einfach den Stun machen können. Den Stun vom Lasso. Und hat einfach in die Leute reingehen können. Besonders mit FY, dass sie halt den Clutch-Fight in der Mitte beginnen. Und dadurch, dass es halt auch 4 als Nahkämpfer ist, halt den Fight versuchen, so nah wie möglich an den Fernkämpfer zu machen, dass die Nahkämpfer auch da rein müssen. Vielleicht für ein gutes Ulti zu FY. Das scheint gerade der Plan zu sein. Ich bin mir nicht sicher, ob es so gut funktioniert. Also besonders hier in der Sache war es nicht so gut. Und möglichst halt auch sehr schnell einfach das Universe hinten reingehen kann, die Supports rausnehmen kann. Denn die ganzen Cores sind halt vorne drin. Black läuft halt vorne rein. Und dann ist es für Universe, ja, Universe ist halt freigestellt, hinten reinzugehen. Wo der Sniper ist, der halt verwundbar ist. Anstatt dass halt ein Held für SSIs eine safe Position ins ganze Team reingeholt wird. Besonders weil EG auch doch keinen wirklichen AOE haben, weiß ich nicht, ob das da so eine gute Idee ist. Aber nein. EG haben es versucht, haben hier einen Smoke genommen. Und SSS holt sich tatsächlich jemanden. Aber natürlich sehr schnell mit dem Lasso hier ist abgebrochen. War ein interessantes Lasso, muss man so zu sagen. Da war kein einziges Team von ihm da, besonders ohne Force-Staff. Interessante Sache. 4. Holt jetzt hier seine Ulti-Form an. Zeus haut das Ulti raus. Bringt Leute low. SSS ist low, kann hier nur noch um den Bäume juken, weil er weiß, dass er da nicht rauskommt. Mystic Flare holt immerhin
sehr schnell Universe down, aber es sind schon 3 down hier von VG. Trotzdem der Re-Engage von Black hier. Macht es 3-3. Aoi kriegt schön seinen Blinkdeck abbekommen. Da sind die Spikes. Da ist das Quillspray. Und da ist der nächste Kill. 4-3. Schöner Anfangs-Engage auf jeden Fall von EG. Sehr aggressiv von ISSI, der mit seinem Leben bezahlt hat, aber auch damit dem Rest der Möglichkeit hat, einfach reinzugehen. Und Super und Black überleben das Ganze. Und das sind halt genau die Cores. Von daher, EG haben tatsächlich nur die unwichtigen Helden am Ende des Fights bekommen. Haben natürlich ISSI bekommen nach dem Engage. Cheese wird wahrscheinlich auch an ISSI gleich gehen. Und konnten halt super das Ding hier durchgehen, dass EG halt alles, was sie hatten, erstmal auf die unwichtigen Cores genommen hat, geworfen hat. Und VG dann halt einfach mit den Cores durchgegangen ist. Ja, Casual Cloaks scheinen gerade in Mode zu sein, außer Skyrath Mage, der so weit hinten ist, dass er sich sagt, okay, hier, ich werde sowieso immer von 4 geholt. Von daher kann ich auch einen Ghost Scepter holen. Aber halt alle Helden, die irgendwie vorne mittendrin sein wollen, brauchen halt irgendwie eine Cloak. FY wird halt reinspringen und wenn er da halt nicht direkt den perfekten Echo Slam rausbekommt, wird er einige Lightning Balls auf den Kopf bekommen. Und ja. Die Cloak ist ganz gut, man kann sich so eine Kapuze anziehen, damit ihm nicht ganz der Himmel auf den Kopf fällt. Wie das bei Zeus irgendwie, ja, der Fall ist. Ja, Kapuze, Himmel auf den Kopf fallen mit dem Lightning Bolt, ist schon eine ziemlich coole Metapher. Aber ja, mal schauen, ob es hier überhaupt, es sieht nämlich jetzt am Forstaff aus, tatsächlich keine Hood. Und nun Casual Hood of Defiance für Batrider, für FY, halt alle Helden, die reingehen. Wie sieht es bei Black aus? Black tatsächlich nicht. Der scheißt auf den Damage. Hat aber auch keine Slots dafür natürlich. Mal schauen, ob er hier vielleicht könnte hier natürlich auf den Crimson Guard gehen. Ist in dem Spiel nicht so wichtig, aber sowohl Universe als auch Black hauen hier den Damage raus. Hauen den Damage raus, ist ja die Frage, ob sie so groupen wollen, denn bisher ist es eigentlich so, dass VG den Fight holt, wenn ISSI jemanden findet. Und dann ist vielleicht die Crimson Guard noch ein bisschen zu spät. Auch schöner Game Sense, dass EG hier den Smoke sieht. Quasi. Und schön zurück in der Base bleibt. Nur PPD ist wieder als Split Pusher draußen. Ja. Haben jetzt halt zwar hier den Ward, aber trotzdem halt wieder Split Push PPD. Der hofft, dass er Top Lane auf Universe Space createn kann. Aber nichts möglich. Wir sehen jetzt hier, dass sie in der Mitte sind. Von daher ist Universe halt auf der Top Lane. Versucht ein bisschen zu farmen. Denn bisher können sie gegen Superdad absolut nichts machen. Der hat jetzt einfach. Einfach den Tower von hinter der Creep Wave nimmt. Diese Range. Es wird schwierig, da reinzugehen. Denn Initiation haben EG halt einfach gar nicht. So, Mail kann halt ein bisschen Damage machen. Muss sogar geforced werden vom Highground runter. Und ja, das ist das Problem. Eis ist Eis. Kriegst du den Initiation aber nicht ganz durch. Kriegt nicht mal das BKB an. Kriegt jetzt das BKB an. Ich weiß nicht, ob das ganz vor dem Finger war. Auf jeden Fall. Überlebt das Ganze hier. Universe von hinten rein mit dem Blade Man macht ja einiges an Damage auf VG. Fängt sich aber auch einiges Damage. Black ist immer noch drin, Super ist immer noch drin. Super hat auch noch die Aegis. Und hier können sie einfach stehen und fighten. Stehen und schießen, stehen und schießen. Und tatsächlich überleben wieder Black und Super. Und von EG, was ist übrig? 4 und Universe. Und das auch nur mit dem Buyback. Und was ist von EG übrig? Auf jeden Fall nicht diese Rex. Und auf jeden Fall nicht diese Rex. Finden den Kurier mit dem Cheese. Die Wölfe versuchen ihr Bestes, diesen Kurier dann zu bekommen. Aber es reicht nicht ganz. Wadenbeißer kriegen tatsächlich den Kurier mit dem Cheese drin. Apropos Cheese, nein. Oh, der hat gerade so super übergeben. Deshalb ist der Kurier stehen geblieben und nur deshalb haben sie ihn bekommen. Okay. Es wird trotzdem schwierig für EG. Können sie jetzt hier noch halten? Es sind 2 Lanes of Rex mit zum Meltdown. Tatsächlich ziehen sie sich jetzt hier zurück mit Lion drin. Wollen sie nichts mehr davon wissen. 4 ist tatsächlich einfach der Top-Lane. Hat einen TP. Aber ich weiß nicht, ob sie die Range Rex mitnehmen können. Andererseits fürs Equilibrium spielt es natürlich auch keine Rolle. Wir müssen jetzt nicht unbedingt greedy sein. TPen zwar trotzdem nicht zurück, weil sie hier einen Stack finden. Oder so. Aber halt auch schön. Naja, für die Kontrolle behalten. Und dann nicht unbedingt zu tief drin gewesen. Wollten das Momentum auf gar keinen Fall abgeben, der die beiden. Ich könnte mal so langsam auf Networth machen. Die beiden mit dem hohen Networth wollen das absolut nicht abgeben. Black hier mit 28k Networth nach 44 Minuten. Ist schon eine starke Performance von GT. Die hier. Natürlich nach den Rex auch. Bei 17.000. Networth und knapp 10.000 XP vorne sind. ISSI hat hier einen 4 gefunden. Wenn du auf der Mimik einen Helden siehst, der halt irgendwie rübergeslidet wird, entgegen seiner Richtung, dann weißt du, okay, Batrider, da wurde was gefunden, aber wieder nichts rausgefunden. ISSI hat eine überzeugende Early Game Performance abgeliefert. Liefert auch noch überzeugende Performance, das ist Key halt für sein Team natürlich.
Aber, also in Sachen Style Points für Blink, Lasso und Kills holen, na, da ist Ice halt gerade wirklich nicht top. Er wollte halt, also in Sachen wirklich Kills, wo Lasso eingesetzt wurde, um Kills zu holen, hat er gar nicht so viele Punkte gesammelt, wenn man jetzt so rechnen würde. Klar, es ist jetzt für Ice nicht so wirklich wichtig, aber wenn man eine Battrader-Performance nur daran messen würde, benutzt Ice auf jeden Fall sein Lasso sehr, sehr recklessly. Was haben wir sonst noch so? Haben wir irgendwelche Items? Nein, keine Items, wie ihr hier seht natürlich. Frage war auch sehr gut gestellt. Haben wir irgendwelche Items? Bissle Blade, Skadi, nein. VG brauchen eigentlich keine Items mehr. Haben halt die Core-Items. Mal schauen, ob das hier überhaupt Neblade wird. Auf Fenrir, aber es sieht erstmal noch nicht aus. Jetzt auch die Casual Cloak. Ja, gute Cloak-Verteilung. Die Cloak-Verteilung ist stark in VG. Nur Super hat keine Cloak, aber der ist auch der einzige mit BKB zusammen mit Ice is Ice. BKB plus Cloak. Besser mehr als zu wenig. Der Push wird tatsächlich jetzt aber von VG kommen. EG sind bisher nicht so wirklich in Position. Gucken wir mit dem Smoke vielleicht, ob sie den Turnaround bekommen. Aber, oh. Da ist der Call von Fenrir nach hier hin gemacht. Und da ist ein Dark Soul. Dark Soul Summoner sieht tatsächlich hier die Minions. Und da kommt der Go rein. Erst initiated mit Sumail. Nächste Ulti ist ready, aber wird noch nicht gemacht, denn die BKBs sind jetzt gerade erst drin. Jetzt wird das zweite Ulti geblown. Bam! Fenrir ist down. Super geht tatsächlich sehr, sehr schnell down. Buyback hier. Wird reingekommen in der Hinterhand. Haben wir PPD, der sich mit VG und FY battelt auf der Vorderhand. Andere Dinge. Universe geht down. Super geht down. Aber das Problem ist, Universe hat keinen Buyback. Super schon. PPD. Ah, gerade so mit der Fischer. Geht jetzt hier auch noch down. Cheese gedroppt, der wahrscheinlich jetzt wieder an Sniper geht, der den eben nicht rausbekommen hat. Oder? Nein. Geht an jemand anderen. Nicht ganz sicher, oder wurde schon gemampft von einem Helden. Trotzdem sieht es schlecht für die Rex aus und damit für EG. Dass sich alle Medi-Rex down. Und ein, ja, sehr antiklimatisches GG von PPD. Ist aber schade. Jetzt können wir sehen. Jetzt können wir Aoi. Und da kommt der Go. Und da gehen down. Und Sumail geht down und GG. Das hört sich doch viel besser an als dieses frühzeitige GG von PPD. Schade. Aber immerhin. Überzeugende Performance von VG, die jetzt mit diesem quasi Push-Lineup von EG kurzen Prozess gemacht hatten und diesem Timing-Ding, was ich aus dem Draft gedacht hatte, wird passieren, war nie, aber auch nie vorhanden. Und EG hat eigentlich immer von hinten gespielt. Haben gut ausgehalten, aber irgendwie war halt auch bis auf ein bisschen Split-Push auf der Top-Lane und einem einzigen Engage, der gut läuft für EG, eigentlich nie so wirklich die Chance da, oder nie so wirklich war EG vorne und hatten irgendwie einen Plan, wie sie das Spiel beenden konnten. Es war halt immer VG, die den Druck gemacht haben, der mit Blisterback und Sniper und Batrider da waren und immer gesagt haben, hier, wir holen die nächsten Engages, wir holen die Objectives und wir werden bald eure Base pushen und unser Sniper wird fett und naja, was habt ihr? Wir haben Nature's Prophet und einen Lycan. So ungefähr. Überzeugend, aber Best of 3, noch ist nichts verloren. EG gegen VG in der Dota 2 Asian Championships 2015 um 4.44 Uhr und 44 Sekunden. Signing off, bis gleich, Game 2 folgt in Kürze.